Wer schon einmal durch Salzgitter-Reppner gefahren oder gegangen ist, dem werden die dörflichen Villen an der Lesserstraße sicherlich aufgefallen sein. Sie werden Rübenburgen, Rübenpaläste oder auch Rübenschlösser genannt. Warum sie so genannt werden, das weiß der Denkmalschutzbeauftragte der Stadt Salzgitter, Christoph Lücke. Dieser Name soll anzeigen, dass es sich eben nicht um adelige Herrenhäuser handelt, die auf dem Lande stehen, sondern um bürgerliche Bauten. Hier haben sich reiche Landwirte verewigt, die durch den Zuckerrübenanbau gerade in der Region Braunschweig und Magdeburg reich geworden sind. Dies geschah durch den Aufschwung in der Landwirtschaft Mitte des 19. Jahrhunderts. Es wurden neue Düngemittel entdeckt, wie zum Beispiel Kalisalz, welches unter anderem im Kaliwerk Tiederhall abgebaut wurde. Die Bauern verdienten außerdem mehrfach durch den Verkauf der Rüben sowie als Aktionäre mit Anteilen an Zuckerfabriken. Durch den so erlangten Reichtum konnten sich die Landwirte solche Villen leisten und in Auftrag geben. Als Vorbilder dienten die großbürgerlichen Bauten in den Großstädten. Aktuelle stilistische Trends wurden aufgenommen und auf das Land gebracht. Die Gebäude wurden massiv aus Stein, Ziegeln und Stahlbeton errichtet. Das traditionelle Fachwerk fand meist nur noch als Schmuckdekor Anwendung. Die sogenannten Rübenburgen traten in Konkurrenz zu den adeligen Herrenhäusern der Region. Somit stachen diese Bauten hervor und waren ganz anders als die drumherum liegenden Fachwerkgebäude. Man findet eben an solchen Rübenburgen Loggien, große Freitreppen, große Portale, was eben anzeigen sollte, dass man eben sich es leisten konnte, so große Häuser zu bauen. Heutzutage werden die Rübenburgen geschätzt und erhalten, da sie als architektonische Besonderheit die Attraktivität der jeweiligen Gemeinde steigern.